Ich öffne jetzt diese Käsen. Wir drücken einfach ganz feste auf einen guten Ausgang der ganzen Geschichte. Oh. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Daddy Skins Video. Wow. Bevor wir mit dem Gamblen loslegen, wie immer der Disclaimer. Erstens, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, wenn ihr hier reingambeln wollt. Zweitens, ihr habt euch und euer Geld bitte vollkommen unter Kontrolle. Wenn ihr feststellt, dass es bei euch oder bei anderen nicht so läuft, meldet euch bei dem Hilfe-Link, da ist eine Hilfe-Hotline in der Videobeschreibung, ist alles kostenlos, da könnt ihr euch bei Glücksspielsucht helfen lassen. Auch wenn ihr das bei Mates feststellt, sagt ruhig, Alter, ruf da ruhig mal an, guck mal, weil irgendwie ist das nicht so gut, was du machst. Du haust so viel Geld raus und immer weiter, passt bitte auf euch und euer Umfeld auf. Dankeschön. Falls du alle Kriterien erfüllst, also 18 bist, auf dich aufpasst und so weiter und so fort, kannst du natürlich sehr gerne über meinen Partner-Link, diesen hier, der ist auch in der Beschreibung verlinkt, oder über meinen Code Bubbler eine Einzahlung vornehmen. Den Code Bubbler kannst du einfach so eintragen bei der Einzahlung. Wenn du andere Wege wählst, wie zum Beispiel mit Skins einzahlen, dann kannst du das auch über meinen Link machen. Du gehst einfach auf den Link, also klickst den an, bist im Vorfeld bereits auf Daddy Skins eingeloggt, klickst auf den Link und kannst dann in diesem Fenster weiter fortfahren und zum Beispiel Skins einzahlen. Auch das wird mir gut geschrieben. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Aber wirklich nur, wenn du 18 bist, wenn du auf dich aufpasst und auf dein Geld aufpasst und so weiter und so fort. Kuss. Wir haben, wie man hier oben sehen kann, wieder $500 aufgeladen bekommen zum Reinjallern. Wir werden wieder mit Kisten anfangen, danach in die Arenas gehen und vielleicht dann noch ein paar Gunfights machen, aber hier ist ja gerade nichts. Ist ein bisschen spät. Es ist schon 2.40 Uhr. Also praktisch 420, aber falsch rum. Wir gucken mal, was passiert. Natürlich verweise ich wie immer zuallererst auf die Free Case. Hier könnt ihr kostenlos öffnen und was Dickes rausziehen. Ihr müsst für Level 1 mindestens $3 aufgeladen haben, dann könnt ihr die öffnen. In dem Fall dann kostenlos und mit euren $3 dann noch ganz normal hier in den Kisten weiter reinjallern und dann in so eine kleine günstige Kiste gehen. Also schön reinballern. Guckt euch auch die ganzen Giveaways an. Hier links Social Media und hier oben der Kalender. No, ran an den Speck. Ich werde heute auf die etwas teureren Sachen gehen und wir gucken mal, was ich da so an Glück habe. Ich sag mal, alles ab 20 Euro, die ab 20 Euro Challenge werden wir jetzt machen. No. Also gut, das ist ein bisschen arg groß. Ich meine, da könnten wir reingehen, aber ich würde da nicht sofort am Anfang reingehen. Soll ja so ein bisschen nervenkitzelig sein. Guck mal hier, die ist runtergesetzt. Da gehen wir jetzt mal rein. Gibt leckere Sachen. Wir drücken einfach mal ganz fest die hier und alles und machen einfach mal. Komm, wir machen schon drei. Machen wir 106 Euro. Wir machen mal eine auf. Na klar. Wir gucken mal. Wenn es einen guten Drop gibt, dann... Naja, gut. Weiß ich jetzt nicht. In BS. Hm. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Nightwish ist halt was Schönes, aber... also das, der Daumen nach oben hat sie noch nicht verdient. Da kann man schon noch einmal reinjallern. Wir zahlen ja schon auch ein gutes Merkle, ne? Na also, ich habe überhaupt nichts gesagt. Da kann man schon mal den Daumen nach oben geben, mein Freund. Schön. 35 zu 50 gemacht. Und wisst ihr was? Jetzt mache ich sie noch einmal auf. Ja, komm, einmal geht noch. Einmal kann man die schon noch aufmachen. Und mal so ein bisschen die Pignonsen spüren. Gut, ich habe nichts gesagt. Ja, weg damit. Eine Purple Didi Pet. Oh. Wir gehen weiter nach Kisten suchen. Zu krass, zu krass. Hier könnte man theoretisch einmal reingehen. Also ich meine, ich will... Oh, shit. Okay, ich mache es jetzt für $50 gehen wir rein und ich rieche das halt schon so sehr. Ich kann sie richtig schmecken, die Jambia. Oh Gottes Willen. Es fühlt sich an wie ein Riesenfehler. Leute, also das kann sich sehen lassen. Ich kann nicht so laut sein, weil meine Frau und meine Tochter pennen. Leider im Nebenraum. Ich kann nicht so richtig brüllen, aber ey. Ey. Also eine Aquamarine Revenge. Leute. Absolut sexy, das Ding, ne? Richtig, richtig gut. Das war wirklich nice. Die gibt's auf jeden Fall auch für euch. Denkt dran, alle Sachen, die ich hier auch rausziehe, gibt's für euch in den Giveaways, in den Livestreams rankommen. Hier sind irgendwo die Livestream-Verlinkungen. Könnt ihr schon sehen? Kann man schon mal noch den Daumen nach oben geben. Ist eine schöne Case, hat Spaß gemacht. Da gehen wir jetzt mal in die Snug Toes Case rein und wir wünschen uns ganz feste, naja, ich sag mal, alles, was hier drin ist. Holy shit, Alter. Stell dir vor, du ziehst sowas einfach. So ganz locker, weißt du? Hast noch 40 Euro bei dir rumfliegen, lädst du halt mal auf, machst mal auf, drehst dich kurz einmal auf deinem Stuhl im Kreis und dann kommt dir die Haul um die Ecke. Das ist schon krass. Also hier mache ich auch nur eine auf. Wir ballern hier richtig gut unser Geld weg. Also es wird stark weggeschaufelt. Oh, Daumen runter. Schließlich. Die, wisst ihr was, da gönne ich mir einfach mal den Verkauf. Die Kiste kann ich nicht empfehlen. Die kann ich wirklich nicht empfehlen. Guck mal hier, eine Case für 26. Die ist doch auf jeden Fall machbar.
Da holen wir uns jetzt schön die Gloves raus und dann ist alles gut. Ich mach sogar zwei auf einmal auf. Wisst ihr? Ich hab's doch. Ja? Ja? Ich hab's vielleicht doch nicht. Zumindest nicht mehr lang. Nicht mehr lang ist es da. Ui. Hier ist noch eine für 25. Da gehen wir auf jeden Fall noch rein, aber auch nur einfach, weil sonst jalla ich mir hier zu arg das Kreuzkopf aus dem... Ach, eine Emperor. Gut, die ist nicht schlecht. Schon mal so zum Anfüttern. In BS, ich bitte dich. Wir gehen noch einmal rein, let's go. Na? Genau, also, eine Revenge. Wird aber, ist auch BS, ne? Wahrscheinlich ein Velvoren. Ich weiß nicht, wie die aussieht in Velvoren. Wahrscheinlich gar nicht so gut. Wir checken mal ganz kurz, beziehungsweise, nee, müssen wir gar nicht. Müssen wir gar nicht, passt auf. Wir waren, ich glaube, ziemlich genau bei 500. Oder waren wir sogar bei 550. Und sind jetzt bei, vielleicht waren wir bei 550. Jetzt sind wir bei 700, also... Schon ein bisschen was in die Hose geballert. Passt auf, wir gehen in die Arena rein und gucken mal, dass wir uns hier in so eine schöne, mittelgroße Arena reinsetzen. 26 meins. Das ist moin. Leute, ich bin ja Arena-Profi-Zerstörer. Ich sag mal, der Macher unter den Machern. Oh ja, man merkt schon, da ist... Guck mal, er sieht schon so aus. Er weiß, was ihm blüht. Er weiß es. Ja, noch bin ich oben, meine Damen und Herren. Noch ist er oben, der Bubbler. Zweimal der gleiche Schotter, okay. Komm, jetzt noch vielleicht was. Na, also eine Nightmare, Leute. Wobei, also wenn ich die Gewinne insgesamt angucke, sind die halt eher echt ein bisschen crappelig, ne? Komm, mach nochmal was. Na, also eine Cyrex. Ja, komm, ich zieh den ab, wenn der jetzt nicht irgendwie... Einfach zu einfach, obwohl da jetzt wirklich viel schon dabei war. So, ich mache jetzt die zwei rein. Das ist für mich dünn. Ich kreiere und starte direkt mit einem Bot. Weil ich auch ein Frechdachs bin. So wie die anderen. Ich warte nicht auf andere. Ich spiele lieber gegen... Oh, jetzt hat er eine Stalker. Die so... Scheiße. Nein. Oh, hat er schon gewonnen. Ich spiele nie wieder mit Bots. Fuck. Ey, das ging ja sauschnell. Mann, da holt er eine Stalker aus, die Wutz. Ich mache mal das gleiche und diesmal gewinne ich. Sodele, aus die Maus, Kartoffelsuppe. Und jetzt rein in die Olga. Bot, ich will bitte einen Bot haben, weil Leute sind blöd. Warum ist denn der Bot so lucky? Ba, 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 ba. Okay, das ist insane. Leute. 65,5 Dollar. Wir haben eine wunderbare ADP. Also die werden wir sowas von auscashen. Holy frick. Das ist ein geiles Ding. Und eine Negev. Och, Toni, oder? Und Toni, zahl die aus. Ich werde jetzt noch der Abwechslung halber einen kleinen Gunfight machen. Wahrscheinlich mit Bots, weil ich... Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in die... Weiß ich wirklich nicht. Wir haben noch 58 Dollar. Da brauchen wir natürlich so ein paar kleinere. Komm, wir nehmen die Covered einmal. Wir nehmen die... Dann machen wir hier. So, die Infection. Und dann machen wir noch einmal... Die Spargelkiste rein. Die Spargelkiste. Oder das hier? Mit so Handschüchen. Komm. Ich weiß, das ist jetzt nicht viel vom Wert her, aber wir sind jetzt halt auch schon etwas lower, ne? Und das sind immerhin schon 31 Dollar. Da gehen wir rein und gehen auch mit einem Bot rein. Gut, dann legen wir mal los. 9 ist natürlich der Kopf, das weiß ich. Oh, Mist. Shit, daneben geballert. Dann 4. 4 ist der Kopf. Ich hab's verwechselt. 9 und 4. Der hat mich ja fast gedudelt. Mann, die Wutz. Ja, 6. Alle guten Dinge sind 6. Hat er mich gekillt? Er hat mich gekillt. Ich flipp aus. Das war's. Wir haben jetzt ja noch 27 Dollar auf der Tasche. Jetzt muss ich natürlich leider in die kleineren Kisten gehen, beziehungsweise hier habe ich immer eine für 26 gesehen. Oder für 25? Sollen wir die machen, die AK-47 V2? Ich meine, so eine AK nimmt man natürlich gerne mit. Vor allem dann die und aufwärts hier. Immer schön. Immer schöne Teile. So für die Giveaways und so weiter. So Filler-Skins, ne? Wisst ihr was, das machen wir und je nachdem, wie das dann läuft, gehen wir dann gleich in die Upgrades und gucken, was wir so upgraden können, weil wir haben ein paar Sachen da, die können wir auf jeden Fall wegschüsseln, um dann da was Leckeres draus zu basteln. Ich öffne jetzt diese Case und wir drücken einfach ganz feste auf einen guten Ausgang der ganzen Geschichte. Oh, also das ist wirklich genauso und nicht anders, meine Damen und Herren. Guck mal, wir sind... Aber ganz locker, bei fast 900 Dollar auf der Tasche.
Ja, lecker Schmecker, das ist auch geil für ein Giveaway. Ist zwar ja ein etwas größeres Ding dann, eine Sache, die vielleicht dann mal entweder angeteasert wird und dann geballert wird oder halt eine Woche läuft oder sowas, aber richtig, richtig geil. An der Stelle auch vielen, vielen Dank an Daddy Skins und auch an euch, dass das eben so machbar ist für uns, wie wir es eben machen. Ihr macht das mit euren Einzahlungen natürlich, auch wenn ich immer sage, passt bitte auf und hin und her, freue ich mich natürlich trotzdem über die Einzahlungen, klar. Aber ich gehe auch immer mit dem Gedanken dran, ich gehe davon aus, ich hoffe, dass ihr halt auch wirklich mit Bedacht spielt, dass ihr 18 seid und so weiter und so fort und dass ihr, wenn ihr wirklich irgendwo reinrutscht, dass ihr da halt euch auch wirklich Hilfe sucht. Dankeschön, Leute. Versackt nicht irgendwo drin. Im Notfall gucken wir mir dann doch lieber zu. Fertig. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, an die Upgrades. Da ich ganz viele von diesen Tiger-Motten, von diesen Tiger-Mods habe, nehme ich jetzt hier einfach mal drei raus, Sodele, und gehe hier auf jeden Fall, na klar, auf das Doppelte. Ich bin ja nicht besoffen, ne? Logisch. Jetzt suche ich was Schönes aus. Und natürlich wollen wir die AK-47 Neon Ref haben. So, hier hat mir jetzt Liesel noch gesagt, ich bin übrigens immer auf Roll Under, also bei den Tickets 1 bis 43.911. Man kann aber auch auf Roll Over gehen, wenn man, so hat das mir erklärt, das ist ein bisschen komisch, wenn man die Tickets hier oben vermutet. Und zwar zwischen 56.089 und 100.000. Wenn man da das gewinnende Ticket vermutet. Die Chance ist trotzdem jeweils 43%. Aber das ist halt nochmal so ein Teil, um das irgendwie zu beeinflussen. So ganz bin ich damit noch nicht klargekommen oder es ist mir noch nicht ganz klar geworden, was das jetzt bedeutet. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel über 43.911 mein Siegerticket vermute, es zum Beispiel halt genau das jetzt zum Beispiel wäre. Dann würde ich ja hier, egal ob ich 43% habe, zu 100% verlieren. Wisst ihr, so vom Gedankengang her, weil es ja sowieso hier oben ist. Aber, ja, also ganz habe ich es noch nicht gerafft. Aber ich habe 43% Gewinnwahrscheinlichkeit. Sneasel meint, bei ihm sind es oft Tickets, die hier in dem oberen Bereich sind. Darum gehe ich jetzt einfach mal auf Rollover und teste es, Leute. Daumen sind gedrückt. Also so eine AK-47 in ihren Ref in FT, die nimmt man doch gerne mit, ne? Das ist klar. Und? No. Das hat uns leider kein Glück gebracht. Hier sieht man, wir hätten auf jeden Fall auf die niedrigeren gehen müssen. Und jetzt ist halt meine Frage. Jetzt habe ich ja, ich habe ein Ticket 41.000. Das wäre also das andere gewesen. Roll Under dann in dem Fall, ne? Hatte ich jetzt praktisch 0% Chance, weil ich Roll Over genommen habe und mein Ticket sowieso nicht dabei gewesen wäre? Oder hätte es trotzdem dabei sein können? Ich habe keine Ahnung, ob das dann feststeht schon und ob man sich praktisch mit dieser Auswahl schon komplett festigt und verkackt. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke nicht, aber in dem Fall war es jetzt halt nicht gut. Wir können uns hier eine Neon Orion MW holen. Das ist natürlich nice. Eine Komichi Dragon in FN sogar. Liebe Museo, die gab es erst heute im Stream-Giveaway. Eine Legion of Anubis hauen wir auch oft in den Streams raus. Was wiederum geil wäre, wäre eine AK-47 Wasteland Rebel. Ich glaube, auf die werde ich gehen. Jaguar hatten wir auch gerade letztens im Stream-Giveaway, auch hier von Daddy Skins. Eine Neon Revolution ist auch immer wieder nice. Nightwishing FT. Oh, die Nightwish in FT finde ich sogar noch geiler. Wir nehmen uns die Nightwish auf jeden Fall ins Visier und ballern aber noch ein paar Sachen rein, um unsere Chance zu steigern. Wir nehmen noch diese beiden mit rein. 58%. Ich bitte dich. Haben wir noch irgendeinen Kuschel? Irgendwas, wo man sagt, ah ja. Irgendwas, wo man sagt. Die Obsidian mache ich noch rein. Und die P90 Chopper. Auch wenn ich sehr großer Fan der Chopper bin, aber die nehme ich auch noch rein. Wir sind dann somit auf 67%. Also, wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ich mach die Augen zu. Ah, ja, Mann. Okay. Gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. Weil, also, die Nightwish ist eine so geile Wumme. Und wir haben die schon zweimal oder so im Stream rausgehauen. Beide Mal leider BS. Und die in viel testet. Wirklich geil. Wirklich geil. Somit gehen wir jetzt ans Auszahlen. Wir könnten natürlich noch, vielleicht kommen wir da auch gleich noch hin beim Auszahlen, etwas exchangen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will nicht die hier, ich will lieber einen anderen gleichwertigen Skin, kann ich hier einen anderen rausziehen, aber die ist bombig. Also die behalten wir natürlich ganz klar. Wir gucken mal, was jetzt hier gleich bei der Auszahlung so rumkommt. Ich gehe mal eben suchen. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein Exchange und zwar diese ultra hässliche Galilei Orange Didipad wird umgeexchanged in eine Desert Eagle Ocean Drive. Extra für euch ist doch klar, das kleine Restguthaben, das ich hier habe, muss ich drauflegen, damit ich die eben bekomme, weil die ein bisschen teurer ist. Ich mache den Exchange und fertig ist der Lack. So, meine Damen und Herren, ich habe mich für Folgendes entschieden. Eine M4 Affi Neo Noir, die Ocean Drive Deagle, die Nightwish, die AWP Fever Dream, die M4 1S Nightmare, eine Glock 18 Water Elemental, eine AK-47 Aquamarine Revenge und dann hier unten noch zwei Dinge und zwar einmal die M4A 4 Leaded Glass
Und das war's, doch nicht zwei. Das sind jetzt insgesamt $97.96. Und wir gehen ans Send to Steamen. Let's go. Hier haben wir noch einen gewissen Balance. Impact $3.20. Ich habe extra noch ein bisschen was verkauft, dass wir hier auf der sicheren Seite sind. Da kriegen wir 14 Cent zurück. $2.34, 8,49, 5, 2,40, 14. Und uiuiuiui, okay. Okay. Da haben wir eine Differenz von 39,67. Da habe ich ja fast eine Punktlandung gemacht. Holy. Holy shit. Okay, gut. Dann cashen wir aus, meine Damen und Herren. Ich freue mich. Es ist auch alles möglich. Send to Steam. Und gib ihm. Jetzt warten wir auf die Trades. Da kommen die ersten Offers rein. Ich nehme gemütlich alles an. Und schon haben wir hier alles am Start. Alle 8 Skins sind vorhanden. Sehr, sehr geil. Somit wäre es das dann wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Schön, dass es euch hier scheinbar gefällt und ihr diese Gamble-Videos gerne seht. Ballert gerne, wenn ihr 18 seid und euch voll unter Kontrolle habt, selbst rein. Wenn nicht, guckt einfach mir zu, wie ich ein bisschen Geld verjubel. Wir sehen uns somit im nächsten Video oder im nächsten Livestream, wenn wir dann die ganzen Skins halt auch wieder rausjallern. Macht's gut, haut da rein, danke für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und bis zum nächsten Mal. Later! Mit dem Stack kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.